Mahlzeit, Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge FIFA 19. Wir spielen heute mit Kim Hunter am Spieltag des 22. Juni und zwar gegen Frankreich. Alles Weitere gibt es nach dem Intro. Bis gleich. So, Friends, wir spielen das ganze Team natürlich wie immer und wir müssen ein bisschen darauf achten, dass wir unsere Sachen jetzt erfüllen, die wir in der neuen Kapitelrunde hier aufgetragen bekommen haben. Und zwar, bereite 2 Tore von Alex Morgan vor. Die maximale Partnerschaft ist schon am Start, oder was? Ist natürlich geil. Das Erreichen des Finales ist natürlich noch ein bisschen weiter hin, aber bereite 2 Tore von Alex Morgan vor. Okay, das muss ich aber jetzt nicht in diesem Ding hier machen, ne? Sondern im ganzen Kapitel. Ne? Ich würde sagen, los geht's. Herzlich willkommen zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft. Alles klar, dann wollen wir mal direkt starten. So. Ich spiele direkt ins Aus. Seid ihr besoffen? Ich bin der Meinung, ich muss ja definitiv ja, aufgrund dieser K.O.-Runde sehr drauf aufpassen, was ich hier mache. So, ich werde früh versuchen abzublocken. Ich habe mal wieder ein paar Aufgaben hier verteilt bekommen in dem dritten Kapitel. Habe ich eben ja angesprochen. Glaube ich, kann man so sagen. 2 Viererketten, die beiden vorne drin. Und dann gucken wir einfach mal, oha, wie das dann oha, weggeht. Oha, oha. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Ach, bitteschön. Jetzt die Gelegenheit. Junge. Ja, genau. Ich versuche, wie gesagt, hier früh Druck zu machen. Und ich werde nicht darauf achten, dass ich hier irgendwelche Aufgaben schon frühzeitig erfülle. Sondern ich möchte einfach gewinnen. Und das ist erstmal das Wichtigste. So, ich komme hier über den Flügel und... Ohne große Mühe gehabt. Das... Ja, da müssen sie mehr draus machen. Das war echt schlecht. Den hätte ich annehmen müssen, den Ball. Aber da habe ich zu spät gesehen, dass sie so dermaßen frei stand. Alter! Und jetzt haben sie den Ball. What's going on? Ich habe noch gesagt, es wird heftig hier. Und Henri. Mairi. Henri. Und da steht tatsächlich noch jemand. Zack, wieder ins Aus. Einwurf jetzt. 6,1er Bewertung. Also schlechter geht ja schon fast nicht mehr. Nun, Henri. Da müssen wir was draus machen. Alter, wie sie mich hier ausspielen. Da ist die Flanke. Bam. Die Flanke kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Ey, jetzt Kopf. Usalia. Super dazwischen gegangen. Ey, ohne Scheiß. Und zieht sie ab. Alter. Ball erstmal weg. Gute Aktion. Ohne Witz. Ich sag noch, das wird übel heftig hier. Und die servieren mir hier solche Sachen. Samantha Mewis. Kim Hunter. Ist schon krass. Und ja. Das ist der Ballverlust. Und so auf Morgan, auf Hunter. Wieder nach unten. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. So eine Scheiße. Vor dem Turnier wurde viel über die Stürmerinnen der USA geredet. Vor allem Alex Morgan und Kim Hunter. Viele haben sich natürlich gefragt, kann das klappen? Das ist alles gar nicht so leicht hier. Hält sie den Druckstand? Jetzt stehen die USA im Achtelfinale und es läuft. Absolut. Das macht einen guten Eindruck. Die beiden harmonieren. Ist ein exzellentes Duo. Und die beiden wir gehen wieder über oben. Klasse Zuspiel. Gut in den Lauf gespielt. Jetzt der Schuss. Ah, jawohl, ey. Schade, ich hätte es gerne mit Hunter gemacht. Natürlich groß. Aber was soll's, wir haben erstmal im Achtelfinale einen Torvorsprung. Jetzt können wir gucken, dass wir noch ein bisschen was anderes machen. Am besten machen wir mit Alex Hunter eine Vorlage für morgen. Habe ich jetzt gerade Alex Hunter gesagt? Aber ihr wisst ja, was ich meine. So, unsere Bewertung an dieser Stelle mal wieder sehr regular beschissen. Was geht jetzt denn ab? Das wird jetzt ja wohl kein Tor. Schön hier vorne decken. Eng an Mann, hätte ich fast gesagt. Da können Sie erstmal klären. Und Renard. Ja, genau. Enges, enges Mannspiel. Das war richtig knapp. Das war richtig knapp. Aber hat nicht viel gefehlt, wenn Sie wir machen es hier locker über flach. Verteilen den Ball. Mehr oder weniger risikoreich schon wieder. So eine Scheiße hier.
Mairi. Ja, das hat nichts gebracht. Sehr gut. Da kommt die Hereingabe. Oh. Das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Ja, warum denn nicht nach vorne? Rapinoe. Ich glaube, die ist übel schnell. Und da hat sie Unterstützung. Hereingabe kommt lang. Mm-mm. Gut aufgepasst. So wird das hier Schade. Nicht gefährlich. Busalia. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten. So, habe ich gerade ein bisschen Druck gemacht. Die erste Halbzeit kriegt 2 Minuten. Nachspielzeit. Ah, da hätte ich ihn noch bekommen. Egal. Wir haben ein Tor. So weit, so gut. So, jetzt in der zweiten Halbzeit können wir ein bisschen was machen, dass wir mit Kim Hunter ein bisschen positive Bewertung kommen. In diesem Achtelfinale. Positive Bewertung. Henri. Ganz einfach an den Ball gekommen. Wird's jetzt gefährlich? Kim Hunter. Ja, warum denn nicht? Man Mm-mm. muss auch mal keine Aber wenigstens Chance, ein bisschen Passspiel gemacht. Wenigstens ein bisschen Passspiel versucht rauszuholen. Ihr merkt schon daran, dass ich wirklich, wirklich wenig rede, dass ich stark konzentriert bin. Ich will es nicht verkacken. Diese K.O.-Runden hier sind echt unverzeihlich. Ne? Klasse Aktion, Ball ist und weg. Die Gegner sind nicht gerade leicht. Oh. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Geht so. Nach unten, komm, wir versuchen es. Lloyd. Wer ist der Ball? So, gleich wird hier gewechselt. Jo, Bewegung an der Seitenlinie. Und Les Sommer. Gianni. Sieht gut aus, sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. So, alles klar, das war knapp, Mann, ohne Scheiß. Kim Hunter. Samantha Mewis. Da kommt der Pass. Und jetzt Pam, Alter! Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Nicht Ihr schlecht. Spiel aufziehen. Ja, mit der Führung im Rücken können wir unser Spiel aufziehen. Ja, das ist schon wohl mit richtig. Der Entspannung ist, setzt weiter ein, aber trotzdem. Das dürfte Ihnen Ruhe Kim geben. Hunter da oben. Busalia. Sehr schlecht in der Bewertung. 6,9, Alter. Noch nicht mal eine 7. Auch der Pass kommt an. Also da ist sie heute extrem sicher. Lindsay Oren. Kim Hunter. Und Alex Morgan. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und da zieht sie ab. Und immer noch 6,9. Sarah Buhadi. Immer noch 6,9. Ich hoffe, dass ich keine 2 Torvorlagen mit Kim in diesem Spiel machen muss. Und hier für muss Alex. Einen Wechsel geben. Ja, die wollen noch mal was Neues versuchen. Kim Hunter. Jetzt könnte der Pass kommen. Komm! Oh. Da kommt sie gut raus und verhindert. Ey, ohne Scheiß, da hatte ich gerade so Glück, dass und der Ball darüber geömmelt ist. 20 Minuten zu spielen. Und das wäre gerade auch eine gute Vorlage gewesen mit dem Kopfball. Hätte ich ihr den Ball schön auf den Fuß legen können. Und dann wäre es das nämlich gewesen, so wie es jetzt das hier gewesen ist. Das ist nicht so gut. Da kommt die Flanke. Paff. Können Sie erstmal klären. Das war Schwein. Das war Schwein. Das war Glück. Und Tene. Und gute Aktion. Weg. Hoch. Nee, ich habe gesagt hoch, Alter. Warum denn nicht hoch? Sie springt drüber. Ist auch nicht schlecht. Warum kann ich sowas nicht? Kann ich wahrscheinlich nur. Mairi. Sehr gut. Noch nicht wie, ne? So. Auch der Ball kommt an. Ja, abgewehrt. Aber. K. Busalia. Okay, mit Gianni. Den Sturmspitzen mache ich hier schon Druck. Werden. Aber die Duze hätte ich fast gesagt auch. Oh, nach oben. Chance Ach Mensch. Die Kugel ist weg. Die Frau ist zu klein. Definitiv. Und Renard. Und Tene. Mairi. Machen hier übel Druck, ohne Scheiß. Tene. Vorteil, das ist die Chance zu. Was war das? Abgepfiffen, Freistoß, keine Karte, wie sie aussieht. Das könnte so etwas Rottweiler. Wie die letzte Warnung gewesen sein, Buschi. So, scheiße. Aber wir haben immerhin 2 Tore Vorsprung. Das heißt, sollte hier was passieren. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt.
Wir haben definitiv noch einen Torvorsprung. Tiney am Ball. Schuss! Nee, war der abgefälscht? Ja, da fehlte einiges. Habe ich nicht gesehen. Komm, da vorne steht gerade jemand. Kim Hunter. Alex Morgan am Ball. Oh. Ball hier. 2 Minuten werden nachgespielt. Komm. Ah, oh, so ein Shit. Nka. Mairi. Gut, aber immerhin war Kim Hunter von Anfang an bis Ende dabei. Das ist ja schon mal wenigstens was wert. Aber wir haben keine Chance gekriegt und haben eine richtig schlechte Partie mit ihr gemacht. Immerhin sind wir trotzdem im Viertelfinale, wie gesagt. Er hat es ja gerade auch schon gesagt. 2 Tore an dieser Stelle. Zufrieden bin ich nicht. Wirklich nicht. Allez la France. Schweben dabei. Aber immerhin, man kommt hier auch schon so ein bisschen, also ich komme hier schon so ein bisschen an meine Grenzen. Das ist, ja, wie gesagt, die Spieleinstellung ist optimal. Zwar 2 Tore geschossen, aber bis man so diese ganzen Ereignisse erfüllen kann, so wie man sich das selber vorstellt, da ist dann doch schon ein bisschen was gefragt. So, wir sind hier also wieder im normalen Spielbildschirm. Wir gucken uns unsere Belohnungen an. 6,8 Partnerschaftswertung mit Morgan, ja, ist sowieso schon am Maximum, untrennbar sozusagen, Mortar, Kim Hunter und Alex Morgan. Ja, Mortar, Hashtag Mortar, lustig. So, in der nächsten Partie spielen wir wahrscheinlich gegen, keine Ahnung, wir gucken uns erstmal das Video an. Doch das alles endete mit einer Grätsche in Pokalrunde 5. Es sollte sein letztes Profispiel sein. Ja? Da bist du ja. Meine Schwester macht WM-Schlagzeilen, da bin ich dabei. K.O.-Runde, ja? Ja. Da kann ein Glücksbringer nicht schaden. Danke. Hallo, Kim. Hi. Bea ist auch hier. Ist das dein Dokumentarfilm? Ja, ich habe eine 1. Zieh ihn dir mal rein. Bin ich dabei? Bist du ein Hunter? Du hast ein falsches Bild von mir. Ich habe gar kein Bild. Zumindest kein schlechtes. Ich meine... Ich bin ein Fußballfan, vor allem anderen. Aber ich bin ein Fan mit Konzepten und Connections, die kaum ein anderer hat. Total, ja. Auf jeden Fall. Du hast hier wirklich alle begeistert. Die Medien sagen, dass du der nächste Star dieser WM sein könntest. Okay, wir müssen uns entscheiden. Ich will auf dem Boden bleiben. Ich will einfach nur auf dem Boden bleiben. Man hört das doch so oft. Man spielt richtig gut. Schon machen die Medien einen Hype draus. Und man fokussiert nicht mehr aufs Spiel. Und das war's dann mit der Karriere. Manchmal vergesse ich, dass du erst 17 bist. Kim, bei deinen Fähigkeiten, deiner Ausgeglichenheit, kannst du in diesem Sport mehr erreichen als alle Profis vor dir. Du hast die Fähigkeit, den Frauenfußball für immer zu verändern. Wissen Sie, das sagt man mir am laufenden Band. Aber ich kann damit nichts anfangen. Fang nichts damit an. Bleib einfach du selbst. Kim. Ich kann dich bis ganz an die Spitze bringen. Wenn du deinem Team ins WM-Finale verhelfen solltest, Kim, dann drehen sie bald Filme über dich. Das heißt... Soll das jetzt heißen? So, okay. In der nächsten Folge dann also, Leute. Anscheinend mit Alex Hunter. Wir gucken uns das Ganze mal an. Vielleicht kriegen wir jetzt direkt ein Video um Ohren geprescht. Wir können das Ganze noch mit reinnehmen. Wieder der typische Ladebildschirm. Switch von Kim zu Alex. Nach wohin? Kalifornien? Oder wo ist er? Alles klar. Wir gucken mal rein, was passiert. Ob wir ein Training haben oder ob wir ein Spiel haben. Ach guck, dachte ich mir doch.
Also, ich kann irgendwie meinen Wohnwagen nirgends finden. Ich nehme an, die haben den woanders geparkt. Deinen Wohnwagen? Ja, ich habe einen riesigen Wohnwagen bestellt. Steht doch alles im Vertrag, sowas abgemacht, so läuft's doch. In L.A., oder? Danny, es tut mir leid, keine Ahnung, wer dir einen Wohnwagen versprochen hat. Ich, also... Es tut dir leid? Ich ernst nehmen, der will dich nur verscheißern. Verstehst du? Der macht sowas ständig. Oh. Na? Oh! Na? Hey! Der war gut, bin voll drauf reingefallen. Wirklich witzig, ja. Habt ihr euch schon kennengelernt? Hey, Leute. Nein. Oh, wie geht's, Mann? Ich wusste gar nicht, dass du auch dabei bist. Wer ist ja, er? Ja, Mann. Ich sehe mir solche Events liebend gern an. Macht echt Spaß. Und vielleicht kann ich mir auch noch was abgucken. Geschickt. Hi, Mann. Danny Williams. Ah, The Williams. Ich war mit deinem großen Bruder Terry bei Juves. Tough. Im Training und im Spiel. Ja, ja. Terry ist ein taffer Spieler. Ihr werdet da Platz nehmen und das Ganze als Jury begleiten. Hier vorne gibt's dann die Tango League Siegerehrung und Fotos und Autogramme da drüben. Hört sich gut an. Ja, ich freue mich drauf. Klingt gut, Mann. Hört mal, ich muss mal kurz rüber zur Spielerregistrierung. Nur kurz. Ich bin gleich wieder da. Okay. Alex. Hey, vielen Dank, dass du das für mich eingefädelt hast, Mann. Kein Ding. Helfen sich schön gegenseitig. Das Ding ist natürlich, die werden ja irgendwann im Finale, im Champions League mäßig, denke ich mal, ja, aufeinandertreffen. Und da weiß ich nicht, wie crazy das im Endeffekt wird. Für mich war es das erste Mal für diese Folge. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüssikowski.